Hi, liebe Leute, ich bin's wieder, Marc von BikenTV und ein weiteres Fahrtechnik-Video. Ein Thema, was wir auch schon häufiger hatten, und zwar das Kurvenfahren. Und ich möchte jetzt noch ein bisschen mehr in die Tiefe gehen und vielleicht finden, warum klappen die Kurven bei dir noch nicht so gut? Was kannst du noch besser machen? Ich verlinke mal ein Video unten schon, was ich mal mit Steffi Maat gemacht habe, zum Thema Anliegerkurven, weil die habe ich jetzt gerade hier nicht. Heute geht es um normale Kurve, offene Kurven. Und nochmal ganz klar, es gibt da auch nicht irgendwie die eine richtige Kurventechnik oder so ist auch in der Methodik, was jetzt Fahrtechnikunterricht oder so angeht, immer das Richtige oder das ist falsch. Ich kann von meinen Erfahrungen viel geben, von meinen, was ich als Natural, also als jemand, der es so gelernt hat, ohne Theorie und so, aus der Beobachtung von Leuten, die auch so fahren, quasi Profis, die halt natürlich noch ein ganz anderes Level und was ich halt so von den Methoden und der Didaktik von der Fahrtechnik kenne, was ich viel probiert habe und ich möchte euch Inspirationen und ein paar Drills geben, wie ihr das noch optimieren könnt. Ich habe schon mehrere Videos dazu gemacht, deswegen mal in der Kurzfassung. Ihr wisst ja, dass ich weggekommen bin vor einigen Jahren von diesem Thema, dass man das Rad so mit den Armen in die Schräglage drückt. Also natürlich Radneigung ist wichtig, Sattel am inneren Bein ist wichtig, aber diesen Weg zu gehen, dass man sich vor allen Dingen fokussiert auf dieses, ich drücke es oder ich lege es mit den Armen in die Kurve, da verlinke ich mal das Video unten, hat ein paar Nachteile, weil viele sich dann so sehr darauf fokussieren, es entstehen neue Federbilder wie durchgestreckte Arme oder eine Schulter, die nach hinten geht, ich zeige euch das mal. Man kann auch geradeaus fahren und trotzdem das Rad so gelegt haben. Wenn man aber die Kurve mehr aus dem Körper fährt, also mit einer Körperrotation, dem Blick folgend, Kopf, Schulter, Hüfte, alles dreht mit, Beinarbeit auch sehr wichtig, dann gibt das Rad eh mit in die Kurve. Man hat diese Körper-Bike-Trennung, das heißt, das Rad ist mehr geneigt als der Körper und hat eine gute Traktion und man hat die Arme frei für alles, was kommt und fährt nicht schon so an. Also überprüf das mal, wenn du deinen eigenen Kurvenstatus wissen willst. Bist du noch total fokussiert auf dieses, ich muss jetzt drücken, muss jetzt mit den Armen drücken oder legen? Oder klappt die Körper-Bike-Trennung, das Rad ist mehr geneigt als du auch schon intuitiv aus einer Körperdrehung? Ich zeige das nochmal. Ganz klar natürlich, je mehr das Rad geneigt ist, desto mehr wird auch der innere Arm gerade. Genau. Und dann werdet ihr merken, auf den Seitenstollen fahren, Traktion. Ich will da jetzt nicht zu sehr in die Tiefe gehen, das kennt ihr alle schon. Ja, also Punkt 1, Prägung auf Blick, Körperrotation, das Rad folgt, der Sattel am inneren Bein, der Sattelkontakt zeigt dann, die Kurve läuft. Das ist schon mal so die Basis und das funktioniert für fast alle Kurven. Jetzt gibt es mehrere Aspekte, die ich jetzt nochmal mit reinbringen will. Und zwar das B- und Entlasten des Fahrrads kann für Kurven sehr hilfreich sein. Manchmal, wenn man eine kleine Unterstützung am Wegesrand hat, so wie so eine kleine Bank oder so, aber auch generell, um mehr Traktion zu generieren, kann man das Rad mehr belasten, also durch eine Tiefbewegung mehr Druck auf die Reifen, das Federfahrwerk komprimieren. Und ich gebe euch eine schöne Übung. Da fährt man immer so Schlangenlinien, recht kleine Kurven. Und in den Kurvenscheitel drückt man sein Rad rein. Das kann man aber aus Falt machen, auf einem festen Schotterweg. Ich zeige jetzt einmal den Drill und dann wisst ihr, wie es gemeint ist und könnt das zu Hause auch anwenden. Also, einmal Schwung holen und dann das Rad immer... Und da werdet ihr merken, man hat mehr Traktion und dieses Reindrücken, das lässt das Rad auch so aus der Kurve wieder raus beschleunigen. Das kann man sogar ganz direkt auch anwenden, wie gesagt, wenn man am Wegesrand, am Kurvenrand ein bisschen Unterstützung hat, eine kleine Erhöhung oder bei Anliegerkurven, bei so Pumptracks und so, reinpushen, schneller rausfahren. Genau, das ist auf jeden Fall eine B- und Entlastung und es lässt sich so ein bisschen verschiedener Ausführungen, ja, super gut für Kurven verwenden. Und prüft mal, ob ihr das eh schon macht. Ich habe da ein letztes Video zu gemacht, verlinke ich auch unten mal, was mit der Kurssporttechnik und so weiter und so fort. Werde ich euch verlinken, was mit den Kurbeln. Trotzdem das möchte ich euch nochmal sagen, wenn ihr diesen Drill macht mit dem B- und Entlasten des Fahrrads, macht es bitte erstmal in einer waagerechten Kurbelstellung. Genau. Und wie gesagt, gibt es da kein richtig oder falsch. Es gibt auch viele Kurven, wo das äußere Pedal runterzunehmen, auch bewusst das mal zu machen, das sehr gut ist. Sonst mache ich halt mit der Beinarbeit und der Körperdrehung ist immer so ein bisschen Spiel drin. Aber
wenn ihr mal dieses Belasten übt, bitte mit waagerechten Pedalstellung. Liebe Leute, ich habe dazu ein Video gemacht. Ich muss auch, es werden jetzt ein paar sein, 4 Stück bestimmt schon, die ich verlinke. Aber ich möchte noch mal in dem Video reinpacken, was für mich sehr wichtig ist. Wenn es eine Off-Camber-Kurve ist oder wenn ich merke, es ist echt sehr wenig Grip da, dann habe ich die Radneigung und so. Und dann drehe ich meine Hüfte so richtig noch krass mit. Also Linkskurve, dann dreht die rechte Hüfte und dreht so richtig krass mit. Und mein äußeres Knie geht dann so zum Fahrrad. Ich habe eine Schräglage und ich habe einen ziemlich krass tiefen Schwerpunkt. Kann hier ein bisschen Druck aufbauen und das ist für mich immer so echte, total die Hilfe, wenn es richtig rutschig wird. Ich kann dann auch den, wenn es richtig krass rutschig ist, den inneren Fuß rausnehmen. Das Video verlinke ich auch mal. Wenn man dann den inneren Fuß mal kurz rausnimmt, wenn man echt sehr matschig oder sehr rutschig hat, kann das auf jeden Fall helfen. Und da hilft mir halt, damit ich nicht irgendwie das komplette Gewicht nur auf das äußere Pedal kriege und mein Rad sich wieder so aufrichtet. Wenn ich halt dann so mich eindrehe, ich zeige das einmal von hinten und von vorne. Also das ist für mich total das nützliche Tool. Also hier sieht man es halt nochmal, kann man gut erkennen. Super Tipp. Ja, und jetzt gibt es noch einen wichtigen Punkt, auch wieder, wo dieses Schwarz-Weiß-Malen eine Rolle spielt. Ich kann mich da auch nicht frei von machen. Ich mache ja auch seit 13 Jahren Kurse und auch schon sehr lange Videos, auch schon seit 11, 12 Jahren. Das heißt, natürlich hatte ich oft so dann durch andere Ausbilder oder durch andere Fahrtechnik-Trainer so ein bisschen dann vermittelt bekommen. Also ist jetzt nicht deren Schuld, weil ich habe es ja dann auch übernommen und auch weiterverbreitet. Ja, das ist jetzt so richtig. Das ist die saubere, so muss das richtig und das andere ist jetzt falsch. Nein, es gibt viel verschiedene Wege nach Rom. Vieles funktioniert, vieles ist gut. Trotzdem gibt es physikalische, biomechanische Gesetze, warum manches natürlich besonders gut funktioniert und sich dann auch durchsetzt, auch bei den Leuten, die überhaupt nicht drüber nachdenken. Und es gibt natürlich das Thema engere Kurven und so weiter. Und da war immer die Rede generell bei Kurven. Wir machen das hier bei Radneigung und wir wollen nicht einlenken. Da muss man natürlich sofort differenzieren. Man will nicht einlenken, wenn man eine schnelle Kurve fährt. Das bringt ja total Unruhe rein. Aber es gibt viele Kurven, gerade im technischen Gelände, die enger sind. Und natürlich lenkt man dann noch ein. Und dann kann es sein, dass man jetzt wieder so verkopft daran geht und so, ah, wie viel muss ich denn jetzt einlenken? Ist das zu viel? Wann ist zu viel? Deswegen mein Tipp, probiert das selber mal mit folgendem Drill aus. Ihr könnt ja mal langsame Kurven fahren, um einen Gullideckel oder so. Und dann werdet ihr merken, dieses Thema, wie stabil ist die ganze Sache? Wie stark kann ich einlenken, dass es instabil wird? Also wenn ich zum Beispiel recht schnell fahre, dann wird es instabil, wenn ich zu sehr einlenke. Wenn ich sehr langsam fahre, also fast Stillstand, so richtig langsam, aber gar nicht richtig einlenke, sondern nur versuche mit Radneigung zu machen, also mit Bike-Neigung, dann wird es auch wieder kippelig. Das heißt, da muss man so nach Gefühl mal einen guten Weg finden. Ich zeige es mal kurz. Also, man könnte jetzt um den Gullideckel rumfahren oder sich auch mal ein Steinchen dahin legen. Und dann kann man ja mal gucken. Also, wenn ich jetzt so normal rolle, ich lasse das Rad natürlich mit einschlagen. Und wenn ich jetzt ganz, ganz eng fahren will, also hier um den Stein herum, ganz, ganz eng, dann werde ich noch mehr einlenken. So, noch mehr. Und ja, das dann mit Leichtgewichtstraining ist natürlich direkt mit drin. Und dann wird man auch ohne viel Theorie und Nachdenken schnell einen guten Weg für sich finden, auch bei Spitzkernen und so, dass man natürlich auch einlenkt. Also es ist nicht verboten oder falsch einzulenken. Aber man kann das ruhig mal mit so ein paar kleinen Drills, enge Achten fahren und so weiter, wirklich sehr, sehr gut üben. Und dann ist man auch für die technischen Spitzkernen sehr gut gerüstet. Natürlich würde ich trotzdem empfehlen, auch in der Spitzkehre den Sattel am inneren Bein zu spüren und den Blick, das Rad folgen zu lassen. Genau, das ist auf jeden Fall auch eine gute Sache. Also, es ist so, wenn ich jetzt zum Beispiel sehr langsam fahre, sehr, sehr langsam, und jetzt versuche noch mehr das Rad zu neigen, also nicht einzulenken, sondern mehr, dann wird es echt sehr, kippt fast um, man muss krass sich dagegen lehnen. Deswegen, wenn man sehr langsam fährt, kann man ruhig auch gut einlenken. Ja, an alle, die jetzt ein Trackbike fahren, also ich finde Trackbikes auch super, aber manche haben hier so einen Knockblock drin und der ist für mich zu früh, dass er schon das begrenzt. Also für richtige Spitzkehren, die ich dann nicht, da muss man früher anfangen schon zu versetzen. Hier ist auch ein Blocker drin, aber der kommt echt sehr spät. So, also ich hoffe, ihr werdet zum Kurvenmeister. Ich muss noch mal dazu sagen, wer Race fährt, also Enduro-Rennen, es gibt ja auch jedermann Enduro-Rennen und so weiter, da ist irgendwo ein Bereich, wo ich sage, da kann ich mit meinen Tipps nicht mehr, zumindest im Privatcoaching oder so, nicht mehr weiterhelfen, weil ich
nicht so radikal Kurven fahre wie ein richtiger Profi, der Race fährt. Genau, habe ich zwar, ich bin zwar auch mal Race gefahren, aber nie auf dem Level. Und da spielt die Linienwahl und so weiter und so fort noch eine wichtige Rolle. Da weiß ich halt, da gibt es auch Trainer, die wirklich selber erfolgreiche Racer sind, die euch da noch weiterhelfen können. Mit den Tipps, die ich jetzt gezeigt habe, werdet ihr auch eure Kurvenfahrten verbessern. Es geht darum, dass ihr das natürlich übt. Ihr habt so ein paar Drills, die könnt ihr auch auf dem Parkplatz machen oder im Park, irgendwo ihr Platz habt. Und dann könnt ihr den Kurven anwenden und bleibt dabei, filmt euch gerne mal. Aber bitte verkopft nicht zu sehr, sondern guckt auch mal. Ich denke mal, ganz viel, was ihr macht, ist schon richtig und dass ihr das auch nutzt. Wir sehen uns im nächsten Fahrtechnik-Video. Bis dann. Ciao.